wisst, welche Zeit jetzt ist. Es ist Time to Nerd. Damit hallo und herzlich willkommen. Ich bin's wie immer, euer Zane. Und heute, wie jeden Montag, habe ich eine kleine neue One Piece Prediction für euch. Und zwar hat der gute Yuderon sich mal wieder umgeschaut, was Kapitel 1025 von One Piece angeht und hat hier wieder mal seine Zahlwortspiele gemacht und hat wieder einige Predictions zum nächsten Kapitel von One Piece gemacht. Und wie immer zeige ich euch diese Ergebnisse heute hier. Fangen wir auch direkt mal an. Und zwar hatte zum einen das Zahlenwortspiel Oden no Ko, also so viel wie Odens Kind. Heißt, wir werden im nächsten Kapitel endlich Momonosuke möglicherweise in Action sehen, wie er eben mit Ruffy rauf nach Onigashima fliegt. Ich denke, mehr dürfen wir davon auch nicht erwarten. Das zweite Wortspiel, was Yuderon rausgefunden hat, ist dann Tsuko, was so viel bedeutet wie spezieller Angriff. Werden wir möglicherweise eine Teamattacke gegen Kaido sehen von Momonosuke und Ruffy? Oder wird Momonosuke selber einen Spezialangriff haben? Ich meine, stellt euch einfach mal vor, Momonosuke fliegt nach Onigashima, hat eigentlich keine Ahnung von gar nichts und haut auf einmal wie Kaido einen Boro-Breath raus. Das wäre doch ziemlich episch, oder nicht? Und das dritte Wortspiel, was Yuderon hier herausgefunden hat, ist dann Tsugo, was so viel bedeutet wie passend. Das könnte einfach eine Anspielung darauf sein, dass sich halt eben Kaido und Momonosuke begegnen und die beiden sich halt extrem ähnlich in ihrer Drachenform sehen. Und das soll darauf einfach letzten Endes nur hinweisen. Ich denke auf jeden Fall, die ganzen Sachen, die Yuderon da rausgefunden hat, sind auf jeden Fall gut möglich. Also, dass wir im nächsten Kapitel Momonosuke in Action sehen. Why not? Dass wir einen speziellen Angriff bekommen, entweder von Ruffy, von Momonosuke oder möglicherweise sogar eine Team-Attack. Kann ich mir auch gut vorstellen. Und dass halt eben sich die beiden begegnen, also Kaido und Momonosuke und halt eben sehen, also... Wow, mein Spiegelbild, nur in rosa. Kann ich mir auch gut vorstellen. Naja, das waren aber auch schon die kleinen One Piece Predictions zu dieser Woche, zu One Piece Kapitel 1025. Die Spoiler kommen hoffentlich morgen, ich glaube diese Woche gibt es nämlich keine Pause. Auch da wird es natürlich wieder ein Video von mir geben. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Abo und einen Daumen nach oben da. Und schaltet wieder ein, wenn es beim nächsten Mal wieder heißt Time to Nerd. Ciao.